Jetzt im Spreekino Spremberg. Egal wie schnell man ist, die Vergangenheit ist schneller. Fast and Furious 9, täglich 17 und 20 Uhr. Vielleicht ist das wirklich das Ende, aber wir sterben zusammen. Spreekino Spremberg. Denn ich bin bereit, wenn du es bist. Mehr Infos auf spreekino.de. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz für Ostsachsen und Südbrandenburg. Täglich ab 18 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag, dem 22. Juli. Wir freuen uns, Sie auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Nach einem Jahr Bauzeit und Corona-bedingten Verzögerungen konnte man in der Lessingstadt Kamenz nun einen weiteren Bauabschnitt am neuen Lessing-Gymnasium abschließen. Dafür gab es gestern in der Stadt die gebührende traditionelle Feierlichkeit. Am Erweiterungsneubau des Lessing-Gymnasiums in Kamenz konnte nun das Richtfest gefeiert werden. Aufgrund von Corona hatte sich das Fest einige Monate verzögert. Trotz des mittlerweile fortgeschrittenen Baugeschehens wollte man diese Tradition dennoch beibehalten. Bautzens Landrat Michael Harek, Oberbürgermeister Roland Danz, Architekt Rainer Dietmer und der Geschäftsführer von DEW Bau Christoph Winkler schlugen die symbolischen letzten Nägel ins Holz. Mehr als 70 Gewerke arbeiten an dem Neubau. Mit dem Bau soll die historische Lessing-Schule zum zentralen Standort des Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasiums Kamenz als dreizügiges Gymnasium entwickelt werden. Vor einigen Tagen konnte der Rohbau fristgerecht übergeben werden. Nach der Fertigstellung soll das Gymnasium zu einem der modernsten Schulgebäude im ganzen Freistaat gehören. In Kamenz wurden jetzt im Kreistag zwei Konzepte für die Erneuerung des Hallenbades vorgelegt. Das erste Konzept sieht eine Neuerrichtung nach dem Vorbild des bisherigen Bades vor und soll 15,8 Millionen Euro kosten. Konzept Nummer 2 sieht einen Neubau vor, der den Wettkampfbedingungen des Deutschen Schwimmverbandes gerecht wird. Die Kosten für das Projekt würden sich auf 17,8 Millionen Euro belaufen, so die Stadtverwaltung. Wann genau das Projekt realisiert werden soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Seit einigen Wochen ist dank gesunkener Inzidenzzahlen in der Corona-Pandemie der Besuch des Jugendzentrums in Elsterwerda wieder möglich. Lange musste das Domizil am Bahnhof seine Türen geschlossen halten. Doch hat man die Corona-Auszeit genutzt, um einige Erweiterung und Verschönerung vorzunehmen. Ja, also die lange Zeit der Pandemie ist jetzt erstmal vorbei. Wir hoffen, dass es so bleibt, dass die Fallzahlen immer weiter runtergehen. Und ja, in der Zeit haben wir genutzt, um die Wände zu gestalten, um die Außenanlage ein bisschen umzugestalten. Palettenmöbel haben wir gebaut. Es war eine lange Zeit. Wir haben das so genutzt, dass wir ein bisschen Renovierungsarbeiten, Aufräumarbeiten gemacht haben. Und jetzt geht's los. Jetzt dürfen die Jugendlichen wieder kommen. Mit Hygienemaßnahmen zwar noch, aber die halten sich in Grenzen. Das heißt, keine Maske. Wir müssen nur Abstand halten und ansonsten normales Leben wieder weiterführen. Jetzt startet man am Jugendtreff wieder voll durch. Die Vorbereitungen für künftige Aktionen und Veranstaltungen sind schon in vollem Gange. Also, am Jugendtreff ist direkt Außenanlage wird weiterhin gestaltet. Wir werden einen Grillplatz draußen errichten mit einer kleinen Sitzecke. Dazu haben wir auch schon Paletten-Sitzmöglichkeiten gebaut. Und ja, es wird noch ein Basketballplatz entstehen und eine Außenanlage für Tischtennis. Das alles wird in diesem Laufe nächsten Jahres hier am und im Jugendtreff entstehen. Aufgerufen wird schon jetzt für einen Vororttermin am 6. August an der Skaterbahn am Holzhof. Bike, Inliner und Skaterfans können an diesem Tag um 17 Uhr mit Elsterwerdas Bürgermeisterin ins Gespräch kommen und unter anderem über eine geplante Erweiterung des Skaterparks diskutieren. Am Jugendtreff selbst ist ebenfalls wieder eine große Veranstaltung geplant, diesmal sogar über 2 Tage. Dieses Jahr eine große Veranstaltung hier am Jugendtreff, ist der 30. und 31.07. Das Ganze geht jeweils um 19 Uhr los.
Am Freitag haben wir eine Disco-House-Elektro-Party und am Samstag ist dann die Rocknacht. Die Veranstaltung findet natürlich unter Einhaltung der derzeitigen für Brandenburg geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Bleibt nur auf gutes Wetter zu hoffen, damit die Veranstaltungsreihe zur jährlichen Tradition am Jugendzentrum werden kann. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert. Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Die Sommerferien in Sachsen sind zum Greifen nah. Doch auch dieses Jahr bleiben Corona-bedingt viele Familien zu Hause. Was also tun mit der freien Zeit? Das Zuse Computermuseum in Hoyerswerda bietet für die Ferienkinder auch in diesem Jahr wieder ein vielseitiges Programm an. Am Montag, dem 26. Juli, beginnen die Sommerferien in Sachsen. Das Konrad-Zuse-Computermuseum stellt wie jedes Jahr den Schulkindern ihr Ferienprogramm vor. An 5 Freitagen im August und September, jeweils von 13 bis 16 Uhr, können interessierte Kinder und Jugendliche ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Am 6. August zum Beispiel steht für Kinder ab 10 Jahren ein Workshop über Fotos für Social Media kostenfrei zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Zuse-Museums unter www.zuse-computer-museum.com. Anmelden kann man sich auch unter der Telefonnummer 03571 2096 080. Der Jugendclub Bühlau wurde umfassend saniert und wird bald mit modernisierten Vereinsräumen für Besucher geöffnet sein. Bereits seit Februar letzten Jahres arbeiten die Mitglieder des Jugendclubs an der Modernisierung des denkmalgeschützten Gebäudes. Wie Clubchef Toni Bench berichtet, war zuerst nur geplant, den Keller des Clubhauses umzubauen. Allerdings ergaben sich über die Zeit immer mehr Mängel. So erstrahlt nun nicht nur der Keller, sondern auch die Sanitärräume, die beiden großen Vereinsräume und der Dachstuhl in neuem Glanz. Für die Sanierungsarbeiten mussten die Mitglieder des Clubs trotz hoher Eigenleistung Eigenkapital in Höhe von 20.000 Euro aufbringen. Für alle Neugierigen bietet der Verein am 4. September einen Tag der offenen Tür an. Bereits seit April läuft in der Westlausitz der Wettbewerb zum Thema Neue Wege gemeinsam kreativ gestalten. Im Wettbewerb geht es darum, Projekte in den Bereichen Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen sowie Kunst und Kultur zu würdigen und zu honorieren. Insgesamt stehen für den Wettbewerb bis zu 13.000 Euro an Preisgeldern zur Verfügung. Vereine, ehrenamtliche Initiativen, Kleinstunternehmen und Freiberufler können noch bis zum 31. Juli ihre Ideen einreichen. Voraussetzung dabei ist, dass das Projekt in der Westlausitz umgesetzt werden soll. Weitere Informationen gibt es unter www.region-westlausitz.de/wettbewerbe-2021. Das Rüstzeitheim der Evangelischen Kirche in Aibau soll verkauft werden. Laut dem Kirchenbezirk Löbau-Zittau sind die Kosten für die Tagungs- und Beherbergungsstätte schon seit langem zu hoch, als dass sie noch weiter getragen werden könnte. Die Zahl der Übernachtungen und Rüstzeiten reiche dafür nicht mehr aus. Zudem konnte zuletzt aus Brandschutzgründen nur noch ein Teil der Betten genutzt werden. Bereits 2018 habe die Synode beschlossen, sich bis Ende 2021 von dem Heim zu trennen. Der Verkauf, so der Kirchenbezirk, sei schmerzhaft, aber notwendig. Anlässlich des 675. Jubiläums des Oberlausitzer Sechsstädtebundes wird im Städtischen Museum Zittau im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster eine Sonderausstellung gezeigt. Sie beleuchtet die Geschichte Zittaus und seiner Bündnispartner vom Mittelalter an. Die Ausstellung wird im Rahmen des deutsch-polnischen Forschungsprojektes 1000 Jahre Oberlausitz – Menschen, Burgen, Städte organisiert. Der Oberlausitzer Sechsstädtebund besteht aus den Städten Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lauban, Löbau und Zittau und wurde im Jahr 1346 zum gegenseitigen Schutz ins Leben gerufen. In Görlitz gibt es am kommenden Wochenende wieder mobile Impfangebote. So wird ein Impfteam jeweils am Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr auf dem Marienplatz jedem, der möchte, den Impfstoff von BioNTech/Pfizer impfen.
Außerdem bietet der Tierpark Görlitz am Samstag von 10 bis 14 Uhr an, sich vor Ort impfen zu lassen. Dort wird BioNTech, Pfizer oder Johnson & Johnson zur Verfügung stehen. Das Angebot ist nicht an einen Tierparkbesuch gebunden. Auch der zweite Impftermin ist bereits gesichert. Dieser soll am 14. und 15. August in der Schenkendorfhalle in Görlitz stattfinden. Das sogenannte Bleichemeisterhaus im Ortsteil Kottmarhäuser soll abgerissen werden. Der Gemeinderat der Gemeinde Kottmar hat auf seiner jüngsten Sitzung den entsprechenden Zuschlag erteilt. Laut Verwaltung steht das markante Gebäude bereits seit Jahren leer und verfällt immer mehr. Der in Australien lebende Eigentümer sei für die Behörden nicht greifbar. Der Landkreis Görlitz habe bereits Notsicherungsmaßnahmen durchgeführt. Dennoch müsse mit weiteren Teileinstürzen gerechnet werden. Aufgrund des vorliegenden Prüfberichts habe die Denkmalschutzbehörde dem Abbruch zugestimmt. Das Bleichemeisterhaus gehörte einst als Wohnhaus zur sogenannten Bleiche, einer bereits abgerissenen Fabrik zur Textilveredelung. Nach 24 Monaten Bauzeit, zum Teil mit Einschränkungen des Baugeschehens aufgrund der Corona-Pandemie, wurde am 15. Juli die modernisierte Kamenzer Oberschule Elsteraue feierlich übergeben. Dabei waren unter anderem Udo Witschers für den Landkreis Bautzen und Sachsens Kultusminister Christian Piewertz, die sich vor Ort selbst ein Bild von den modernisierten Räumlichkeiten und den neuen, deutlich verbesserten Lärmbedingungen machten. Auch wir waren mit dabei. Die zweite Oberschule an der Saarstraße ist nun eines der modernsten Bildungseinrichtungen der Stadt Kamenz. In gut 2 Jahren ist das Gebäude komplett saniert, erweitert und der Außenbereich neu gestaltet worden. Vor gut 6 Jahren trat Stefan Cyriax die Leitung des Hauses mit seinen über 300 Schülern an. Ich habe die Schule also in einem, wie der Oberbürgermeister Danz schon sagt, in einem nicht sehr schönen Zustand übernommen. Und der Investitionsbedarf ist seit Jahren notwendig und Gott sei Dank hat der Landkreis jetzt gemeinsam mit der Stadt Kamenz Geld in die Hand genommen und hat mit einem Investaufwand von über 11 Millionen diese Schule in einen Zustand versetzt, sodass ich eigentlich mit Stolz sagen kann, wir sind eine der modernsten Schulen im Freistaat Sachsen. Während der Bauarbeiten wurden die Schüler unter anderem in der Lessing-Schule untergebracht. Im November 2020 war es dann soweit. Die neuen Räumlichkeiten konnten bezogen werden. Doch durch die Corona-Pandemie war nach knapp einer Woche schon wieder Schluss. Lehrer und Schüler nutzten aber die Zeit, um sich an das digitale Lernen zu gewöhnen. Und mit den entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen etablierte sich die neue Form des Unterrichtes schnell. Die zweizügige Oberschule setzt künftig nämlich ausschließlich auf interaktive Tafeln. Kreide, Schwamm oder Polylux sucht man hier vergeblich. Die Schule ist voll verwählernd, sodass wir dann auch perspektivisch im neuen Schuljahr mehr mit digitalen Endgeräten im Unterricht arbeiten können, haben dazu auch Konzepte entwickelt, wie wir das gemeinsam mit Schülern umsetzen können, wie wir entsprechende Software im Unterricht nutzen können. Aber natürlich, Schwerpunkt ist nach wie vor der herkömmliche Unterricht, den gibt es natürlich auch in unserer Schule, aber eben unter anderen materiellen Voraussetzungen. Eine besondere Belastung für Schüler als auch für die Lehrer im Haus stellte die extreme Hitze im Sommer dar. Gemessen am CO2-Gehalt sorgt daher nun ein automatisches System für dauerhaft frische Luft in den Klassenzimmern und auch die Rollläden schließen automatisch. In Verbindung mit dem Sonnenschutz, dem Fenstersonnenschutz und der Be- und Entlüftung war also das Lernen und Arbeiten auch bei diesen hohen Temperaturen möglich, was früher überhaupt nicht ging hier in dem Gebäude. Und durch die energetische Sanierung innerhalb der Schule haben wir das auch gemerkt. Man kann also auch ohne Hitze frei jetzt in der Schule arbeiten. Highlight der Schule wird künftig wohl der in Anführungsstrichen kleine Anbau in Richtung Saarstraße sein. Im großen Saal, in dem die Schüler normalerweise essen und trinken können, fand daher auch die Eröffnungsveranstaltung statt. Wir haben einen kleinen Anbau. In dem Anbau ist der gesamte Verwaltungsbereich drin. Wir haben jetzt endlich auch einen Schulsaal, den wir auch fürs Mittagessen nutzen, wo auch heute die Eröffnungsveranstaltung stattfand. Und wir haben unseren Musikraum im Anbau. Ich denke da noch an den Architekten, der in der alten Schule war und den Musikraum von weit her hörte, wie dort musiziert worden ist, weil dort überhaupt keine Dämmung vorhanden war. Und gesagt, der Raum muss unbedingt in den Anbau. Da kann ich für eine ordentliche Dämmung sorgen. Wir merken es wirklich. In Nachbarschaft ist ja der Verwaltungsbereich. Wir hören nichts mehr, obwohl wir
eine sehr engagierte Musiklehrerin haben, die viel musiziert, ist das nicht mehr im Schulhaus zu hören. Die Oberschule an der Elsteraue legt besonderen Fokus auf das Thema Sport. So werden den Schülern zusammen mit Kamenzer Vereinen Handball-, Fußball-, Schwimm- und Leichtathletikkurse im Rahmen der Ganztagsangebote möglich gemacht. Passend dazu wurde auch der Außenbereich komplett überarbeitet. Wir sind natürlich stolz darauf, dass wir jetzt eine wunderschöne Sportanlage nutzen können, mit also einem wunderbaren Sportplatz, einem tollen Außengelände. Wir haben im Pausenbereich super Möglichkeiten jetzt, wo die Kinder in der Pause spielen können. Sie können Tischtennis spielen, sie können Fußball spielen, sie können Basketball spielen. Wir haben so Rückzugsbereiche innerhalb des grünen Bereiches, des grünen Klassenzimmers, wo auch mal in Ruhe eine Pause genossen werden kann. Und wir werden dieses grüne Klassenzimmer auch für den Unterricht nutzen. Im vorderen Teil besticht das Gelände vor allem mit neuen und überdachten Fahrradständern und Parkplätzen für Pkw. Rundum wird das Gelände videoüberwacht. Kostenpunkt der kompletten Sanierung der Klimaschule liegt bei rund 11,3 Millionen Euro. Möglich durch Förderung von Bund, Land, Kreis und der Stadt Kamenz. Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 206000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. In unserer Umfrage der Woche befassen wir uns heute mit dem Thema Umwelt. Wir haben uns auf der Straße umgehört, was jeder Einzelne für den Umweltschutz tut. Zu den größten Schätzen unseres Landes gehören unsere vielfältigen Kultur- und Naturlandschaften. Sie sind Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, bieten Erholung, liefern Kraft und sind ein Stück unverzichtbare Heimat. Wir können in unserem Alltag viele Dinge tun, um Ressourcen zu schonen, um eben diese wunderschöne Natur dauerhaft zu erhalten. Gerade nach den Unwettern der letzten Tage sollten wir uns alle etwas mehr darauf konzentrieren, einen sauberen Planeten zu hinterlassen, um dem schädlichen Klimawandel so gut es geht entgegenzuwirken. Wir wollten wissen, ob und wie die Einwohner Hoyerswerdas sich für den Erhalt der Umwelt einsetzen. Wir sind nur Rentner, wo sollen wir jetzt noch mit der Umwelt was machen? Wir sind, ja, wie soll ich sagen, zu Hause, dass wir den Müll nachher hier nachher sortieren, nicht in dem Moment. Aber ansonsten, wir schauen uns gerne die Natur an. Wir achten auch darauf, dass wir keine Plastiktüte oder wenig Plastikmüll produzieren. Wir trennen ordentlich. Genau, ja. Also ich benutze weniger Plastikbeutel. Ich nehme meine Taschen eigentlich immer mit und nehme die wieder und ja, versuche das zu vermeiden. Und ja, Verpackung guck schon drauf, ja. Was machbar ist, kann man schon. Und dass man die Umwelt jetzt auch nicht so verschmutzt und dass man den Müll liegen lässt und alles. Ja, was man machen kann, mache ich. Ich bin zum Beispiel gestern spazieren gegangen. Da habe ich eine Flasche liegen sehen. Im Grün, die habe ich noch ein Stück mitgenommen, weil ich wusste, aha, da hinten ist ein Mülleimer. Und noch bin ich ein Stück weitergegangen, war ich an einem Mülleimer vorbei, zum Beispiel. Da sah ich, dass hier eine Plastiktüte ist. Die habe ich auch aufgehoben und habe sie nochmal zurückgetragen. Das ist mein Beitrag. Und sowas mache ich einfach, sonst nicht weiter. Ich mache Mülltrennung zumindest.
und ja, sehe zu, dass ich wenig Wasser verbrauche oder weniger. Nee, wenig auch nicht, aber weniger. Und ja, was mache ich noch? Na, was eigentlich alle Menschen machen. An den Außenanlagen, wir wohnen in Laubusch, muss von uns Alten was gemacht werden, weil die jungen Leute selten die Finger dazu bereit haben. Also versuchen wir, die Zigarettenkippe wegzuräumen und die Bierdeckel. Aber ansonsten kommen wir mit den Leuten gut zurande. Wir haben auch nette junge Leute, die uns auch unter die Arme greifen. Ansonsten tun wir so, dass es rundherum vernünftig aussieht. Und mit dem Auto fahren wir nur zum Einkaufen, sonst steht es rum. Die ganze Plastikzeug und dies und jenes, natürlich sortiere ich so, wie es sein soll und was man uns vorgibt. Aber mehr kann ich ja wahrscheinlich nicht tun in meinem Alter mehr. Viele kleine Veränderungen im Alltag eines jeden einzelnen Bürgers leisten schon einen großen Beitrag. Allerdings gibt es noch viel zu tun. Umweltorganisationen wie der Deutsche Naturschutzring, der Bund, die Deutsche Umwelthilfe, NABU oder Robin Wood bieten jedem interessierten Bürger die Möglichkeit, sich tiefgehend über die Thematik zu informieren. Die aktuellen Polizeimeldungen haben wir nun für Sie zusammengefasst. Derzeit sucht die Polizei Südbrandenburg ein vermisstes Mädchen. Nun wird um Mithilfe bei der Suche gebeten. Seit letzten Samstag gegen 19 Uhr wird die 13-jährige Zara Leonie Michel aus Lauchhammer vermisst. Sie ist ca. 1,65 groß und hat rotbraune lange Haare. Sie wirkt nach dem äußeren Erscheinungsbild älter. Ihre derzeitige Bekleidung ist unbekannt. Sie führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Vermisste könnte sich im Raum Senftenberg oder Hoyerswerda aufhalten. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei, wer das Mädchen auf dem Foto kennt und Näheres zu ihrem derzeitigen Aufenthalt weiß. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz in Senftenberg telefonisch unter 03573 880 entgegen. Ein Zeuge hat in der Nacht zum Mittwoch einen Einbrecher an der Gutenbergstraße in Weißwasser überrascht. Der bis dato Unbekannte war gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus gelangt und brach dort mehrere Kellerabteile auf. Ein Einwohner wurde aufgrund der Geräusche wach und sah nach. Er entdeckte Beschädigungen und auch der Täter war noch vor Ort. Als die Beamten eintrafen, ergriff er die Flucht. Die Polizisten stellten ihn jedoch wenig später in einem Gebüsch. Bei dem 41-Jährigen fanden die Beamten mehrere Vorhängeschlösser sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Auch eine Zwille hatte der Mann bei sich. Am Haus und den Kellern entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Uniformierten brachten den alkoholisierten Mann zum Polizeirevier. Er wird sich wegen des Diebstahls mit Waffen zu verantworten haben. Autodiebe haben am Dienstag in Bautzen einen Transporter voller Wurst und Fleisch erbeutet. Der Renault Master war zum Verkaufswagen umgebaut und stand auf einem Firmengelände an der Edisonstraße. Der Schaden belief sich auf rund 90.000 Euro. Die Soko Argus übernahm die Ermittlungen. Ein 23-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Einsteinstraße in Hoyerswerda in eine Polizeikontrolle geraten. Der junge Mann war dort mit seinem Elektroroller auf dem Gehweg unterwegs. Zuvor hatte er jedoch offensichtlich etwas zu tief ins Glas geschaut. Den Beamten fiel im Gespräch mit dem jungen Mann Alkoholgeruch in der Atemluft auf, weshalb sie ihn pusten ließen. Der Tester gab einen Wert von umgerechnet 1,1 Promille. Anstatt mit seinem Roller musste der Beschuldigte nun mit dem Beamten zur Blutprobe fahren. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.
Zwei unbekannte Ladendiebe haben am Dienstagabend einen Mitarbeiter einer Drogerie im Kornmarkt-Center in Bautzen verletzt. Als die beiden den Kassenbereich durchquerten, schlug der Alarm an. Eine Kassiererin sprach die Männer an. Daraufhin flüchtete einer der beiden mit einem Rucksack. Da der andere nichts bei sich hatte, konnte er gehen. Die Angestellte verständigte den Sicherheitsdienst. Der Tatverdächtige mit dem Rucksack kehrte indes noch einmal zu dem Geschäft zurück. Der Security-Mitarbeiter sprach den mutmaßlichen Dieb an, woraufhin es zum Streit kam. Der Tatverdächtige packte dabei den Sicherheitsmann am Arm und verletzte ihn leicht. Der Täter ergriff die Flucht über die Rolltreppe in das Erdgeschoss und verließ das Center in Richtung Klauenturm. Der zuständige Kriminaldienst nahm die Ermittlungen aufgrund der Körperverletzung sowie des Diebstahls auf und sucht Zeugen, die die Täter möglicherweise gesehen haben. Beide Tatverdächtigen hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer hatte ein blaues Auge, der andere lockiges Haar mit einem Haarband. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591 3560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, erfahren Sie gleich, liebe Zuschauer. Zuvor widmen wir uns in unserem täglichen Kalenderblatt dem Stadtpark Hoyerswerda. Dieser wurde vor genau 10 Jahren eingeweiht. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 22. Juli 2011 ist in Hoyerswerda der Stadtpark an der Lausitzhalle eingeweiht worden. Für rund 2,1 Millionen Euro wurde damals das 8000 Quadratmeter große Areal aufwendig umgestaltet. Bis auf die Stadtpromenade 11 war Anfang der 2000er Jahre die Hochhauszeile abgerissen worden. Damit sollte Platz für die Erweiterung des Lausitzcenters geschaffen werden, die allerdings nie realisiert wurde. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Heute war der Himmel den gesamten Tag bedeckt und es kam immer wieder zu Regenschauern. Es war maximal 23 Grad warm. Es wehte ein schwacher Wind aus Richtung Westen. Heute Nacht werden nur noch vereinzelte Regenschauer erwartet, allerdings bleibt es weiter bewölkt. Morgen wird es etwas wärmer, bei maximalen Temperaturen um 24 Grad. Der Himmel bleibt bedeckt und es werden nur noch 9 Sonnenstunden erwartet. Auch in der Nacht klart es nicht auf und es kann örtlich zu Schauern kommen. Dabei weht ein schwacher Wind aus Richtung Osten. Der Samstag wird endlich wieder wärmer, bei Temperaturen bis 27 Grad. Der Himmel klart langsam auf und dabei weht ein leichter Wind aus Richtung Südosten. Die Nacht wird wieder bewölkt und es kann zu Schauern kommen. Am Sonntag wird es anfangs noch bewölkt sein, danach klart es gebietsweise auf und die Temperaturen steigen bis zu 29 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus dem Süden, dabei gibt es bis zu 10 Sonnenstunden. In der Nacht erwarten wir Schauer bei einem bewölkten Himmel und Temperaturen von minimal 18 Grad. Vom 23. bis 25. Juli findet in Bad Muskau das Jahrestreffen des Heimatschutzvereins statt. Das Treffen findet im Neuen Schloss in Bad Muskau statt. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung nötig. Ein Anmeldeformular und weitere Informationen sind auf der Homepage des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz zu finden. In der neu eröffneten Görlitzer Synagoge gibt es eine kreisrunde Installation des Künstlers Detlef Schweiger. Tausende CDs sorgen auf dem Boden der Synagoge für einen besonderen Lichteffekt. Am Freitag haben Görlitzer Schüler die Möglichkeit, in der Synagoge selbst Ornamente aus alten CDs zu basteln. Zuvor stellt Detlef Schweiger in einem Vortrag seine Disc-Installation der letzten Jahre vor. Die Bastelaktion findet zu täglichen Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr statt. Die Preise stehen auf der Internetseite der Stadt Görlitz. Am Sonntag, dem 25. Juli, wird eine Veranstaltung für Jugendliche und Kinder in Hoyerswerda stattfinden. Das kostenfreie Street Art Fest soll auf dem Sportplatz der ehemaligen Oberschule am Planetarium sein. Beginn ist um 15 Uhr. Es gibt viele Angebote, unter anderem eine Silent Disco, die um 20 Uhr beginnt. Das war sie schon wieder, unsere Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag, liebe Zuschauer. Alle Nachrichten gibt es wie immer zum Nachlesen auf unserer Homepage unter lausitzwelle.de. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sind dann morgen ab 18 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.